Herzlich willkommen zur 24. Folge Simotrans Multiplayer mit dem Felix. Guten Tag. Mal kurz gucken, wo ich jetzt stehen geblieben war. Ach so, ja stimmt, Felix hat ja jetzt hier so einen Riesenzug gebaut. Zwei Riesenzüge, die beide mit 0 Passagieren ankommen. Okay. Ja, weil sie erst warum auch immer da hinten hinfahren. Die fahren immer dahin, was im Fahrplan als erstes Bahnhof eingestellt ist. Oder beziehungsweise markiert ist. Wer baut denn bitte den ersten Bahnhof, der da hinten ist, eigentlich ein? Eigentlich müsste ich den hier vorne eingebaut haben, außer ich bin schon wieder so dumm gewesen und habe den hinteren als erstes gemacht. Nein, Bin beides betroffen. das kommt immer darauf an, welchen Bahnhof du beim Fahrzeugkauf ausgewählt hast in der Linie. Na dann. Also Havelse läuft eigentlich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich. Eigentlich, okay. Eigentlich unglaublich. Na gut, dann mal dann. Macht immer 800 Gewinne. Oho. 400 Verlust und 1400 Verlust. Okay, vielleicht läuft Havelse doch nicht ganz so gut. Aber dafür müsste ich den mal ausbauen. Aber irgendwie habe ich tatsächlich keinen Sound. Jetzt habe ich Sound. Wunsch. 63. Kommst du mit 360 an? Dann muss ich den tatsächlich ausbauen, den Zug. Mit wie viel wärst du jetzt hier los? Auch mit 360. Wie viel lässt du hier stehen? 280. Wie viel hat er vorher stehen lassen? Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich mir das aufgeschrieben? Nö. Noch besser. Immerhin ist der Betriebsgewinn wieder da, wo ich noch haben will. Was machst du jetzt aktuell am Betriebsgewinn? So im Schnitt. Betriebsgewinn mache ich ja so zwischen 150 und 170.000. Okay, der Betriebsgewinn ist noch nicht da, wo ich noch haben will. Was hast du am Bruttogewinn? Also meiner ist auf jeden Fall tiefrot. Ja, bei mir auch, aber liegt daran, dass ich für 1 Million neue Fahrzeuge gekauft habe, die da jetzt gerade rumfahren, so. Okay. Das macht Sinn. So, Stadtliste. Zeig mir die Stadtliste an, ja. Oh, 4 Einwohner braucht noch einer. Vier und was Das weiß war ich. doch. Ändert sich das nach jedem Laden oder was? Weiß ich nicht, aber die oberen beiden, die größten, haben auf jeden Fall einen großen Schub bekommen, ja. Aber ich weiß nicht woher. Vielleicht liegt es auch daran, dass das die beiden sind, wo wir unser Ding drin haben, gebaut hatten. Unser Hauptquartier, das hat ja beide geupgradet. So, das kann natürlich sein. Aber ich glaube, dadurch ich glaube, das Hauptquartier zählt in die Einwohnerzahl nicht rein, oder? Das kann sie aber beeinflussen, dass es auf einmal so viele Einwohner da reinziehen, weil da unser Hauptquartier steht. Zumindest würde das erklären, warum es bei dir bei Schilter und bei mir bei Neustrelitz ist. Weil die anderen haben keine Veränderung bekommen. Die anderen sind alle da, wo sie vorher auch waren. Mhm.
Ja, das kann natürlich sein, dass das durch den Firmensitz da ist. Bin mir nicht sicher, wie ich meine Städte bauen will. Ich auch nicht. Ich habe jetzt eigentlich einen Plan im Kopf, wie ich es bauen wollen würde, wenn ich nicht dafür die halbe Stadt abreißen müsste, so ungefähr. Tito? Das ist das große Problem. Die einzige Variante, die mir halt einfallen würde, das umzubauen, ist halt das fast wie bei dir zu bauen, bloß dass ich halt es in Anführungsstrichen kleiner baue, also halt nicht, dass ich mit der Mitte immer zurückfahre, sondern halt das getrennt mache sozusagen, so wie es aktuell ist halt im Kreis, bloß halt, dass die Haltestellen länger werden. Zumindest die einzige Idee, die ich habe, wie ich das einigermaßen umgebaut bekomme. Bloß dann weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Da muss ich es auch fast bauen wie du, mit dem halt Haltestellen-Ding verschieben. Also dem Hauptbahnhof und so. Naja, und das ist halt schweineteuer. Richtig? Das ist richtig schweineteuer. Weißt du, was das Schlimme an der ganzen Geschichte ist? Ich habe gerade noch eine andere Idee, wie ich es bauen könnte. Ich habe auch ungefähr 4 im Kopf, plus alle sind irgendwie schwer umsetzbar mit Gebäuden im Weg. Wobei ich ja theoretisch gesehen keine Gebäude im Weg habe, wenn ich die geraden Strecken weiter nutze. Also, da muss ich ja im Endeffekt nur Querstraßen umbauen, sozusagen. Naja, genau, die habe ich ja auch einfach nur gekürzt, also die Verbindung weggenommen. Das ist ja nicht das Problem. Ich habe das Gefühl, wenn ich dann irgendwann mal meine 5. Stadt setze, werde ich irgendwie 7 Stunden lang mit 80 Milliarden Cent hier rumhantieren, um das Ding erstmal so aufzubauen, dass ich zufrieden bin. Wenn es bei 2000 spawnt, fehlt noch einer, ne? Nein, wie gesagt, es kann sein, dass es bei 1800 spawnt, es kann sein, dass es bei 2200 spawnt, es kann sein, dass es bei 2400 spawnt. Was ist denn der maximale Bereich, wann spätestens spawnt? Ja. Normalerweise bei rund 2000, aber dadurch, dass jetzt, was für ich, es könnte jetzt durchaus sein, dass es jetzt dadurch, dass Neustrelitz jetzt, sage ich mal, 800 Einwohner hat durch das Sondergebäude, dass es dadurch sein kann, dass Neustrelitz sozusagen diese 800 Einwohner abzieht und dementsprechend erst bei 1200 ist. Na dann. Deswegen, das ist jetzt die große Frage, wann jetzt was passiert. Ich habe da noch so dumme Ideen. Ich habe da noch so dumme Ideen. Kann ich das hier vorne irgendwie mit umsetzen? Mal ganz kurz geschaut. Ich müsste auf jeden Fall erstmal das Ding hier wegreißen. Das Ding hier wegreißen. Muss das Ding mal weg und das Ding muss mal weg. Das Problem ist bloß, man müsste sich ja jetzt dann schon recht festlegen, wenn man dann wirklich jetzt umbaut und so weiter und so fort. Naja, weil später kannst du es nicht. Also wenn du umbauen willst, dann musst du es jetzt machen. Danach ist eigentlich, ist wirklich nur, umso länger du wartest, desto höher werden die Kosten. Das ist halt das Problem. Ja. Aber man möchte jetzt halt auch nicht so wirklich noch viel, viel Geld in die Hand nehmen, weil
es wird jetzt halt relativ schnell hintereinander relativ viele Industrien kommen. Also ich würde eigentlich erst gerne warten mit dem Umbau von allen Städten nach den Industrien, wenn man halt weiß, dass man, okay, man hat halt nicht nur mal seine 150, 200.000 Betriebsgewinn durch die Person, die man sich auf einen Schlag auf null setzt, durch so einen Umbau, sondern man hat dann vielleicht noch mal so 200, 300.000 dann Einnahmen durch die Industrie, wo man sagen kann, alles klar, ich habe dann Puffer und bin jetzt nicht hundertprozentig auf die Industrie angewiesen. Nicht hundertprozentig auf die Dings angewiesen. Das ist es halt. Fun. Umfahren würdest. Umfahren würdest und du einfach nur hier straight und da hinten rum. Hast du jetzt auch so eine größten Züge gebaut oder sieht das einfach nur so aus? Oder sind die. Oh. Du hast auch zwei Waggons oder so angehängt oder waren die immer schon acht Waggons lang, deine Personendinger? Die waren schon vorher dran, als du angefangen hast, überhaupt umzubauen. Na dann. Da habe ich auch den neuen Lok dran. Aber der fährt jetzt schon. Warte, kann ich mal ganz kurz gucken. Kilometerstand. Ach so, ach, der hat mal hergestellt. Obwohl, so lange fährt er noch gar nicht. April 2018. Ich dachte, der fährt schon länger jetzt. Aber diesen Monat und letzten Monat fährt er schon. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass der schon länger fährt. So, wenn die jetzt so fahren würden. Signal, da ist auch noch ein Signal. Warum habe ich eigentlich so viele Signale gebaut, ey? Verrückter Kerl, ey. So. Das heißt, ich bräuchte dann theoretisch da ein Signal. Da ein Signal. Da ein Signal. Signal, da ein Signal und da ein Signal. So müsste es doch eigentlich schon gehen. Ach, jetzt hab ich ja meine Trams weggerissen. Meine Tramdepots.
Kann hier nicht gebaut werden, kann hier nicht gebaut werden. Da kann es aber gebaut werden. Ach so, und noch keine Elektrotraktion dran. So müsste das gehen. Dann sollte, wenn ich das jetzt einmal auf einen Schlag umbaue, sollten die alle. Auf der anderen Linie springen. Hoffe ich. Hofft er. Denkt er. Weiß aber nicht. Na dann. Die Frage ist, warte mal, wo ist denn jetzt das Ding jetzt hin? Wie ausgelastet ist die Post? Überhaupt nicht ausgelastet, ne? Naja, geht. Also mein Post zum Übergabebahnhof ist recht ausgelastet. Nee. Ich bin immer noch im Havelsand und wurzeln hier. Problem ist natürlich, es baut immer alles aufeinander mehr oder weniger ja auf, ne? Das heißt, wenn Zug XY zu wenig Kapazität hat, um das irgendwo hinzubringen, dann baut sich das ja irgendwo auf, dann wird es wieder abgebaut, aber dann ist es auch wieder zu wenig Kapazität bei einem anderen Zug dadurch, der dann halt die Passagiere übernimmt oder was weiß ich so. Ja, muss man halt aufpassen, ne? So, du fährst so, du fährst so und fährst dann irgendwo zurück. Nein, das war zu viel, das war zu viel des Guten. Ja, die Schiene abgerissen, die Sau. Na, das war einfach nur weg. Und das Signal muss weg. Und das Signal muss weg und das Signal muss weg. Die große Frage ist nur, was mache ich jetzt mit dem Postzug? Sage ich jetzt, ich tausche ihn auch aus? Postzug? Naja, den, der halt zum Übergabebahnhof fährt. Warte, ich gucke mal, was meiner sagt. Post, ja. Meiner fährt voll. Aber hat noch 1200 Kapazität. Meiner bleibt bei 300.
Meiner hat ja auch nur 300. Ja, das reicht mir. Aber ich müsste mal gucken, wie viel ich jetzt hier liegen habe zum Bürgerbahnhof. 23 Säcke Post. Also nicht die Welt. Ich würde es wahrscheinlich noch lassen. Ich habe aber 600 liegen. Es kommt zwar auch gleich der Zug, aber der kann nur 300. Das heißt, es ist immer noch ein Zug übrig. Ja gut, wenn der Zug da gewesen ist, würde ich einfach mal gucken, wie viel er übrig lässt. Würde mir das aufschreiben und dann halt einfach mal darauf warten, bis der Zug das nächste Mal da ist. Was er dann hat. Und wenn es mehr wird, dann hängst du halt noch zwei Hänger dran. Immerhin sind manche Haltestellen einigermaßen aushaltbar, was der Andrang da drin angeht. So, seid ihr jetzt alle weg, ihr Trams? Du bist raus. Da fährt noch eine Tram, da fährt noch eine Tram, da fährt noch eine Tram. Ihr müsst auch noch raus. Du bist die nicht Ladentram, 31 Passagiere, das heißt, du musst noch mal zur Rumpelstraße, ach nee, zur Rumprechtstraße. Ach, da fährst du ja gerade hin. Oh, Besitzer Baustelle, was baust du denn da hin? Ein Einfamilienhaus, schön. Hast du toll gemacht. Immer schön Häuser einbauen. Die müssen jetzt da raus. Die Tram. Fertig. Die Tram. Fertig. Du da, wo fährst du noch rum? Du fährst da noch hin. Zack, fertig. Linie löschen. So, jetzt kann ich die Signal umbauen. Ne, warte mal, das Signal, das ist ja kein. Du musst da ein anderes Signal bekommen. Du brauchst da so eins. Du brauchst da so eins und du brauchst da so eins. Gut, so. Jetzt ist habe so, wie ich das gerne hätte. Ne, dafür noch Signale. Du fährst da rum, fährst da rein, du kommst von da, fährst keine Ahnung wohin, ist mir vollkommen egal. So, so, so. So, 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 und du fährst da rein, ist mir vollkommen egal. So soll das passen. So, was bist du hier? Postzug. Immer noch keine neue Industrie. Oder keine Industrie, sagen wir es mal so. Ja, aber auch die wird nicht so schnell spawnen, vom Gefühl her irgendwie. Wo ist denn der Posttransporter? Stehen noch immer. Ne, wo steht nichts? Habe ich den Post vergessen? Ach, da fährst du. Ah, okay. 66 Säcke Post. Du fährst da rum. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall. Also, jetzt gefällt mir aber so. Das sieht jetzt gut aus. Folgendes fahren jetzt noch: 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6 haben es. Das ist natürlich nur die Frage, jetzt muss ich die Trams hier nochmal umbenennen. Aber das ist Tram 1. Tram 2. Tram 3. So gefällt mir Havelse. Was? Wieso stehen jetzt auch mal hier 555 Leute? Oh, die kriegt doch alle da gar nicht rein. 1680 Personen, Passagiere über Opa zockt. Oh. Felix hat seine ganzen Leute rübergebracht. Ne, jetzt stehen noch 1000. Stehen immer noch 1000 da, okay. Hm. Ich muss den Zug jetzt noch ausbauen. Ich wollte ihn eigentlich nicht ausbauen. Wie viel nimmst du mit? Da steigen 16 aus und 600 gehen da rein. ...62 zum Hauptbahnhof. ...84 zum Hauptbahnhof. ...60 zum Hauptbahnhof. Havelse Tram 3 fährt schon im Gewinnbereich, okay. Tram 1 überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich die südliche, oder? Ja, das war klar. Da drüben ist noch nicht genug. Du fährst mit 202 Passagieren. Bist du Post nicht mal halb voll? 421 über den Hauptbahnhof. Hier 121, dazu kann nur 360, 422, 488.
Oh, damn it. Welcher Zug bist du? Du bist der hier. Was passiert, wenn ich meinen Hauptbahnhof umbauen würde? Stürzt sich uns beide ins Verderben? Möglicherweise, ja. Ich muss den umbauen. Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Aber nächste Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.